Willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Star Fox 3 Black Ice. Im letzten Part haben wir gelernt, dass ich öfter speichern sollte wie früher und dass Taurus Fire Omega gefährlich ist. Aber jetzt kommen wir zu Taurus Fire. Bart. Wie immer, er dreht völlig durch. I don't think he can hear you, kid. I won't let Sonya and all the other people dream of making the TV show be ruined like this. Taurus Fire has to be stopped. Wave Battle, right on! Yes, wie immer, dieser dumme Text, den ich eigentlich nie vorlese. Aber hier euch jetzt erstmal zum Aufwärmen. Taurus Fire, normal, nicht mit 3600 oder was weiß ich, HP und One-Hit, sondern etwas fairer. Ehrlich, ich habe noch nie eine Omega-Version gesehen. Noch nie. Das wirkt nicht. Oh, wow, wow, da kommt sie direkt schon auf mich zu. Wow, schön. Oh, wow, 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 wow. Moment, habt ihr es gesehen? Diese Attack-Panels bleiben auch permanent da, nicht? Sie verschwinden, wenn man sie einmal benutzt hat, wenn man drauf ist. Nein, sie bleiben immer da. Und ich benutze einmal Just for Fun Arena. Oh Gott, ich dachte schon, ich werde getroffen, da habe ich einfach mal links benutzt und ich sollte immer noch auf Schild bleiben. Ja, und dafür kriege ich keinen Konter. Sicher. Passe ich auch noch das Timing. So. Mal Aerator an der falschen Seite. Geht auch. So, das, das. Und ein bisschen heilen. Der kommt ja einen sowieso ein bisschen immer zu nah. Wow, jetzt habe ich Schild verpatzt. So, da, Counter hin. Oh Gott. Fängt ihr wieder Fail an. Nicht so wie Spade Magnus. Nein. Aber wir bekommen Taurus Fire trotzdem, obwohl es so schlecht war. Egal, finde ich es schön. Und warum ist Taurus auf einmal da? Der war doch nicht so in ihm und so. Gute Frage. One of those cats again. What just happened? You woke up from a long nap. Oder war er die ganze... Nee, Moment, er ist doch abgehauen. Und die Reste sind jetzt ihr und dann so... Ich... Das ist das Einzige, was ich gerade irgendwie nicht verstehe. I have the feeling that I was out of control. You caused quite the stir. And you put Bud through almost more than he could handle. Easy, Mega. Hey, give me some credit. If I wasn't so tough, Taurus would be toast. Ja. Though nicht tough. Wow, fängt immer wieder Fey an. I'm sorry, but... Seit wann? Ist er so, jetzt ehrlich. You've had to deal with a lot of stuff because of me. From now on, I promise to use my power to help you. Und das ist das, was ich meinte von wegen. But! Die anderen haben Grund, eifersüchtig auf ihn zu sein. Huh? I don't understand. What do you mean? I'm going to be your wizard. I want you to pay you back for everything you've done for me. Und das, was ich nicht verstehe, was hat da eigentlich für ihn getan? Entweder habe ich gerade totalen Blackout. Oder was weiß ich. Wow, thanks. Now I can finally have my own wizard. So. But God, Battle Wizard Taurus. I'm sorry for the trouble, Mega Man. Everything would should be fine now. No, no, no. You were great. The whole thing was great. Jetzt kommt der Regisseur, genau. Der Aussprache immer wieder. By the way, I'm the wizard that is directing this TV show. You're the Mega Man, aren't you? I never thought that I would meet you here. Okay. I have an idea.
If it's okay with you, we'd be honored to have you appear in the TV show. Really? Ich hab mich vor denen verwandelt, aber es scheint niemanden zu interessieren. Wir sollen jetzt als Mega Man im Film weitermachen und die Szene davor nochmal kurz auf Deutsch. Bud will sich dafür revanchieren. Nee, Taurus will sich bei Bud dafür revanchieren, dass er ihm irgendwie geholfen hat. Oder alles für alles, was er für ihn getan hat. Was auch immer das sein soll, was ich nicht so ganz verstanden habe. In der ganzen Story, weil Taurus war jetzt im ersten Teil abgehauen. So. Im zweiten Teil ist er nochmal ausgebrochen in Bud, weil Reste drin waren. Jetzt auch nochmal durch die Noise Card, aber jetzt scheint er irgendwie wieder der Echte zu sein. Ja. I can see it now. Mega Man appears near our heroine, who is lamenting with a song. He cheers her up and then leaves without a trace. That would totally push our ratings through the roof. Ja, jetzt kommt der Wizard bestimmt wieder mal. Moment, wieso Sonja? Bell hier und so. Wait a minute. Oder wie auch immer, wie habe ich sie nochmal gedingst? Ich habe keine Ahnung. Bell was supposed to be next. Well, that's true, but Mega Man would make more of an impact. Just forget it, Ice. There's no way I can beat out Mega Man for a part. And don't you think that a scene with Mega Man and Sonya would be great? Und da hat sie gleich nichts mehr zu sagen. Okay. What reason should I sing for Mega Man? Please tell me. You should believe in your closest friends and sing for them. As long as your heart remains remains pure and true, your voice will fill your friends with joy. Das war die Szene. Ja, man sieht sowieso nicht immer alles. Are you okay, Gio? I'm just tired. You had such a hard schedule today, with all the fighting and acting. Job well done. I feel for you. I'm really hungry from my busy day too. Well, I've got to get going. I have to change and get ready for the concert. Break a leg, Sonja. Thanks, but I really wanted to spend more time with everyone. I should have some time in between changing and the concert. Do you mind coming to meet me at the stage area? Oh, the place where the real wave stage is set up, sure. Great. Well, see you later. Ja, Sonja hat ein wenig Zeit, will mehr Zeit mit uns verbringen und wir sollen sie gleich, nachdem sie sich fertig gemacht hat, dort treffen. Und so, und jetzt warte. Taurus Fire. So. Ja, ob wir da jetzt sofort hingehen sollen. Oh, ja, jetzt fängt das hier schon mal an. No! No, no, no! Und so weiter. Once again, Belle had the spotlight stolen right from underneath her. This always happened when she works with Sonya. Even though Belle has limitless talent. On top of that, who does Mega Man think he is? Das ist ein Problem, was andere in uns sehen. Wir sind auch einfach nur Mensch bzw. Wesen, was Gefühl hat. Und denken von uns selbst noch nicht mal als Held. Und sonst was, sind aber einfach berühmt, weil wir zweimal die Welt gerettet haben. Fertig. I can't believe he showed up and ruined everything. Okay. Wären wir nicht aufgetaucht, wären alle tot. Zufrieden? Ich glaube nicht. Aber egal. Right when it was Belle's turn to shine. Denkst du, Belle hätte Taurus Fire besiegen können? Anscheinend ja. I hate them both. Sonya, Mega Man. I wish they both would just disappear.
I can make that wish come true for you. Who is that? Ah, den kennen wir doch. Und das ist die Szene, die ich meinte, die offensichtlich ist. Ja. I feel like I've seen you somewhere before. I doubt it. So, you were saying that you could help me out? I overheard you just now. If you really want both Sonja Strom and Mega Man out of the picture, I can help make that happen. How? With this noise card. I give you the title of Diamond. What is this thing? Was total nicht zu ihr passt, aber. Und. Da. My body is so. You have been reborn into a wizard that holds the title of Diamond. Into Diamond Eyes. I can feel the power raging within me. With this body and power, I can remove both Sonja and Mega Man. I can remove anyone that gets in Bell's way. Exactly. Go out and make your wish come true. You now have the power to flip the entertainment world upside down. Und da lacht's wieder und dreht durch und Sonja Strom. You are on the top of my list. By the way. Oh, jetzt können wir uns wieder bewegen. Öfter speichern, wobei es eigentlich nur dafür ist, wenn wir jetzt irgendwie nicht in dieser Form sind. By the way, komm. Und by the way, Diamond Eyes ist mein Lieblingsboss. Warum? Oh, blöder Schluck auf. Ich wollte irgendwas sagen. Genau, warum sie mein Lieblingskarte ist. Bosskarte. Boah. Weil ich den Boss am einfachsten besiegen kann. Oh, wobei, nein, es gibt nicht nur Omega-Version. Es gibt noch eine zwischen SP und Omega. Aber ich weiß nicht, ob die Version wirklich hier so heißt. Oder wie die nächste Version heißt. So. Habe ich keine Grand? Da habe ich noch ein Grand. Okay, man kann ja Karten mehrmals drin haben als nur dreimal. Deswegen tue ich jetzt Barrier ganz raus. Attack plus einmal raus und tue dann Grand Wave noch zweimal rein. Theoretisch brauche ich Recovery noch einmal mehr, aber Slap habe ich ehrlich nur zweimal. Ach du Kacke. Naja, es gibt, sofern ich mich nicht irre, warte mal. Ja, wir sollten jetzt schon hier hingehen. Es kommt eine Sequenz, deswegen speichere ich trotzdem nochmal. Es gibt nämlich normale, wie eben. Und die nächste Version heißt hier, glaube ich, weil es englische Version ist, noch nicht mal X und SP. Auf jeden Fall gibt es noch andere Versionen davon, aber dann gibt es noch eine R-Version. Und dann die Omega von eben. Letzten Part. Ehrlich. Cool. This is where the real wave stage is going to be set up. According to my information banks, the stage has been designed around Sonja. Therefore, the main color will be light pink. Sounds cute. Very interesting indeed. The complexity and design of the projector really tickles my curiosity. Hey everyone! In dem Outfit kennen wir Sonja doch einfach. So sieht's ja aus. How are you feeling, Sonja? Not bad, not bad. I'm just a little bit nervous. I didn't think the pros like you actually got nervous. We definitely do. Either way, I'm going to have a fun time and give the best concert I can. You'll be great. We are all going to root you on from the audience. You're the best, Sonja. You just do fine. You do just fine, blah.
And even if you make a little mistake, just shrug it off and enjoy the moment. That's how I try to live my life every day. That's because you're always making mistakes. Sonya is too much of a pro for that. Thank you, everyone. I feel much better. I'm not nervous anymore. Wow, so schnell kann's gehen. Cheer me on as loud as you can, okay? Yeah, can't wait. Ich hatte eher gedacht, irgendwie, of course we do, but, ja. Okay, jetzt wollte ich das, was ich auf Deutsch sage, auf Englisch sagen, aber... Aber egal, wollte ich sagen. Oh, man. Ich glaube, ich habe die Stimme wieder irgendwie vergessen. Was ist los? Who could have done this? Hey, it's Lee. Who's that? He's the head of staff here at the studio. Hi, Lee. Oh, how's it going, Gio? I have a problem. Aber lange Sequenz. Ich glaube, der Part wird wieder lang. What's wrong? Everything. Someone sent a virus into my hunter. I was able to delete it with my battle cards, but now I just receive a threatening message. A threatening message? What does it say? I will ruin Sonya Shroom's concert. Sonya's concert? Since the message was sent directly to my hunter, the sender must have a connection with the studio somehow. I have no idea what they are planning, but it doesn't sound good at all. But still, we Sonya backers will do our best to make it a successful concert. Sonya backers? Ja, wir erklären jetzt erstmal, was los ist. Auf jeden Fall, er hat eine Drohung bekommen, dass das Konzert ruiniert wird. Fertig. That's the name of Lee's team. Their purpose is to make Sonya's concert a successful concert. Actually, we just updated our purpose a few minutes ago. You updated it? Yeah, the new purpose of Sonya Baker's is save the concert. We don't know who would want to ruin this concert, but we won't let them get any away with a single thing. Lee, please let me help out too. Gio, I really appreciate it, but this could turn dangerous. If a virus was able to assess the event stage, the whole audience would be in grave danger. If you were mixed up in the situation, who knows what could happen to you. Sonya couldn't handle that, could she? But... Lee? Yeah? Sonya was Gio's first brother, and they're best friends. Yeah, I know that. Despite his appearance, Gio has actually solved many problems caused by viruses for many people. Sonya and everyone else here have been saved by Gio multiple times. Press? So couldn't you please let Gio join Sonya Baker's? Is that okay with you? That means Gio will have to leave Luna for press. Idiot! Don't you think I know that? But this goes beyond just the concert. Sonya's life could be in danger. Yeah. She has a point. This person is bad enough to send viruses and even threatening messages. If this person is actually serious, then this could turn into something big. Exactly. Once the concert is a success, then Gio can return to Luna for press. Außerdem sind wir sowieso nicht in der Schule. Right now, you need to protect Sonya, Gio. Well then. If it's true that Gio has actually solved other viruses-related problems, then I can't afford to let such a valuable person not join.
And in fact, whoever this person is, he has already started to cause problems all over the studio. I need all the help I can get, so please join my team, Gio. Thank you. You can count on me, you can count on me, Lee. So, das ist jetzt unser Team. Sonia Bakers. Wow, I want to help too. Taurus, let's check the area for anyone suspicious. Got it. Pedia and I will check for any traces of tampering in Cybercores. Let's go, Zack. So, Zack und Bud helfen auch. Luna macht nichts, anscheinend. It looks like I'll just be in the way. Did you say something? Nope, nothing. Let's go help too, Vogel. Understood, Luna. Wie sie auch helfen will, egal. Auf jeden Fall, ja, jemand hat gedroht. Sonjas Leben ist dadurch in Gefahr, wenn jemand in diesen Cyberkopf von dieser Platte da geht. Tja, und wir wollten dem Team beitreten. Aber er sagte, nö, ist zu gefährlich. Dann hat Luna sie überredet, von wegen, ihn berichtet, ja, von wegen, wir haben schon so oft Probleme mit solcher Art gelöst, also treten wir bei. So, dann hat er akzeptiert und jetzt wollen die auch helfen. Besonders Bud kann helfen und ist auch hilfreich. Naja, Sonja really has some great friends. Alright, Gio, here's your first assignment as a member of Sonja Bakers. For now, go inside of the studio and check for anything strange. I'll let you know if anything happened. Okay. Let's rock, Mega. I'm gonna go back wild. On viruses or whatever, if they mess with Sonja, I'm gonna tear him up. Maybe you're a little too worked up. Ja, Mega will mal wie immer kämpfen selbst, wenn er im Satz benutzt heißt, ja, wenn wir Sonja damit retten können. Und damit auch Dings, hab. Incoming Message, aber, ja, ich beende den Part und würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis dann, viel Spaß und tschüss.